Wisst ihr, ich will hier neues Let's Play starten, will, tu gerade auf Aufnahme drücken und der... toll, ey. Ja. Ja, ich dachte, du triffst doch nicht auf. Doch, hab ich gerade. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seht schon, was ist das hier? Minecraft, voll der krasse Shader. Eine Insel mitten im Meer. Ja, welcome to the Isolands. This items are important for... Nee, doch, this items for important use. Use them wisely. Try not to blow them on something dump. Hind fish. So, guck mal, was wir hier drin haben. Oh, ist gerade sehr laut. Optionen. Ja. In Grafikeinstellungen tue ich mal die Musik kurz runterstellen. Ach so, nee, das ist ja... Ach. Ich habe meine Musik noch auf 100% gehabt. So. Super startendes Display. Ja, wir sind auf Isoland. Das ist eine einsame Insel mit einem einzigsten Baum und einem Kaktus mitten im Ozean. Ihr seht hier schon, wenn ich hier runtertauche, es ist nur eine gigantische Säule aus Sand. Bis runter zum Bedrock. Da hinten sieht man einen kleinen Käfig, wo Tiere drin sind. Wir befinden uns hier, glaube ich, in einer übelst krassen Höhe. Genau, wir befinden uns in 91 Meter Höhe. Es gibt hier nichts außer Wasser und unser Ziel ist es, also das Hauptziel, ich habe mir das mal hier fotografiert mit dem Handy. Das Hauptziel ist es, make a video, ach ne, der Quatsch, das ist, make a safe tunnel to the pipe of the pig farm. Das heißt, wir müssen zu dieser pig farm da am Ende kommen und das ist die letzte Challenge. Es gibt 20 Videos davon, gibt 20 Dings davon, Video machen ist das 20. dann. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Das wird das neue Let's Play jetzt hier nach, wie heißt das denn so schön? The Night of the Rabbit kommt das jetzt hier, das werdet ihr sicher sehen, weil es heute rauskommt und Night of the Rabbit gestern vorbei war. Ja, so, was gibt's noch zu sagen? Ich habe schon zwei Anläufe gehabt, ich habe das erste Mal ein bisschen aufgenommen. Da habe ich, kurzerhand irgendwie so einen krassen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe kein Setzling bekommen gehabt und konnte deswegen nicht weiterspielen. Und beim zweiten Mal habe ich die Aufnahme kaputt gemacht. Tada! Und das war auch darum, jetzt zum dritten Mal hier. Und diesmal haben wir den Wolke noch mit dabei. Einfach aus dem Grunde. Ja. Dass er da ist. Einfach so. Na, bin ich hier. Für alle Zuschauer von... Na, wie nennt es sich, lieber Wolke? Dragon's Prophet. Genau. Für alle Zuschauer von Dragon's Prophet. Der Wolke ist gerade dabei. Also momentan spielt er gerade noch League of Legends. Und danach ist der Wolke dabei, seinen Spielstand zu resetten. Also, wir hatten mir gemerkt, dass er da seine Probleme hatte beim letzten Mal. Und darum ist er jetzt dabei, genau, das zu beheben. Und währenddessen quatscht er einfach mit uns hier über Gott, die Welt und seine Probleme. Ja, genau. Oder sowas. So, ich würde sagen, wir buddeln uns erstmal hier komplett runter. Und es gibt schon einige Dinge, die weiß ich, aber ich tue einfach mal so, als wenn ich sie nicht wüsste und tue ahnungslos. An sich ist er eigentlich auch ahnungslos. Ja, ich tue einfach nur so, als wenn ich... nicht zugeben. Ich tue einfach nur so, als wenn ich ahnungslos wäre. Oh, die Musik ist gerade echt laut. Ich tue einfach nur so, als wenn ich ahnungslos wäre. Und dann so zu tun, als wenn ich Ahnung hätte und dann so zu tun, als wenn ich davon keine Ahnung hätte. Das... Genau. Das ist der Plan, Bob. That's logic. Ich glaube, ich bin nämlich mal komplett. Also, ihr seht schon hier, wir brauchen ein bisschen Erde, um die Insel auszubauen. Deswegen gehe ich gerade mal ein bisschen Erde shoveln hier. Und dann müssen wir mal schauen. Wir werden hier wahrscheinlich ein Haus bauen. Wir werden versuchen, die Quests alle zu erledigen. Was ist denn überhaupt die ersten Quests? Wir lesen das mal durch. Craft a crafting table. Craft a pickaxe. Craft a shovel. Make a wheat farm. Eine wheat farm. Witzig. Gut, das war das. Ja, okay, gut. Wolke ist schon wieder auf den Zug. Total, ich sitze hier total am Zittern. Vor allen Dingen habe ich mein... Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Ach cool, meine Mods funktionieren wieder alle. Ach, das ist ja lustig. Oh. Das ist jetzt das Schlimmste. Okay, gut, ja, damit... Finde ich auch immer ganz schlimm.
ich habe eine Kiste und so funktionieren. Ich habe eine Kiste gefunden. Zum Glück wusste ich gar nicht, dass die Kiste schon hier ist, weil ich das eventuell schon mal gespielt habe und deswegen wusste. Ich hatte ja keine Ahnung, dass hier eine Kiste steht und dass da Glowstone, Mycel, Birkensetzlinge, Pilze, Pilze, Redstone und ganz viel anderes Zeug drin ist. Ist mir vollkommen neu, wusste ich echt nicht. Man muss auch der Fairness halber sagen, dass ich beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe hier, also beim ersten Durchgang, die Kiste auch sofort gefunden habe, weil das so meine typische Runtergrab-Methode ist. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, der tut hier voll cheaten, ey, boah, ey, krass, Alter. Sondern nee, das ist schon, ich habe das auch beim ersten Mal sofort gefunden. Das sagen sie alle. Wollte gerade sagen, das glaubt mir jetzt keiner, oder? Eigentlich wusste ich sowieso schon, bevor ich das Spiel überhaupt kannte, wo die ganzen Sachen sind. Ich kenne das Spiel nämlich eigentlich schon. Ich hab's erfunden. Obwohl es noch gar nicht draußen war. Ich kannte genau. Das Spiel schon, da hat man auch nicht mehr... von dem Spiel. Ich kann gar nicht dafür, dass ich das schon weiß. Ich bin der Victor. Darf das, Leute? So sieht's nämlich aus. So, wir machen das bei die ganze Erde hier zur Insel, genau. Deutsch. Au, au, au! Man sollte sich vielleicht nicht an den Kaktus stellen. Ihr seht schon, es wird Nacht. Ich hatte damals auch einen großen Fehler gemacht, und zwar wollte ich sofort, wie ich hier mein Leben fristete, mir eine kleine Farm bauen mit Minions. Mit Minions. Eine Farm bauen mit, wie nennt sich das Zeug? Also, komme ich hier nicht mehr hoch. Holz? Nee, mit Mobs, mit bösen Viechern. Und da habe ich mir gleich so viel hingebaut. Ja, und dann irgendwann wurde mir klar, es war keine so gute Idee, mit Holzschwertern sich so eine Farm zu bauen. Dann sind die nämlich durchs Wasser zu mir geschwommen, da habe ich nicht dran gedacht. Und dann ging das alles nach hinten los und naja. Jetzt habe ich das mal einen Kaktus geschrottet. Aber das ist kein Problem, diesmal machen wir es vorsichtig. Klang fast wie Dubstep, oder? Ja, genau. Ja. Ich sollte Ähnlichkeit. Ich sollte bei Skrillex anfangen. Genau. Skrillex dir auch manchmal? Oh mein Gott, ey. Du bist ja so witzig. Geht das wieder los hier? Ja klar. Witze auf unterstem Niveau. Auf unserem Niveau, meinst du? Auf unserem unteren Niveau, genau. So, jetzt haben wir ja erstmal eine kleine Insel geschaffen. Dann tun wir jetzt mal hier den ganzen Sand rausholen, weil den brauchen wir ja erstmal gar nicht. Den nehmen wir dann zur Verteidigung und da können wir uns eventuell eine Monsterfalle draus bauen mit den Kakteen. Ich wüsste es an sich, warum uns Kakteen die Welt gegeben haben sollte. Da ist gerade meine Schaufel kaputt gegangen, ich habe auch gar kein Holz mehr, oder? Doch, ein bisschen Holz habe ich noch. Ah, egal, das verwende ich jetzt nicht für eine Schaufel. Das kann man später für wesentlich wichtigere Dinge wie einen Holzlöffel verwenden und dann können wir Suppe löffeln. Frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Auch sehr, sehr lebensnotwendig. Suppe löffeln? Wenn man Minecraft eine Suppe essen kann. Hast du schon mal versucht, eine Suppe mit einer Gabel zu essen? Oh ja. Da weißt du, wie lebensnotwendig. Da weißt du, wie lebensnotwendig Löffel sind. Ohne Löffel könnte diese Welt keine Suppen essen. Nein. Wir würden komplett untergehen in Chaos. La la la. So da da. So da da da. Da da so do 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 da. Hm. Nöp. So, dann würde ich sagen, wir haben erstmal eine Insel erschaffen. Ich pflanze sich immer noch den Grasblock rein. Tada. Jetzt weiß ich, wozu der Grasblock da war. Scheiße. Um nicht runterzufahren. Nee, weil da unten gibt es eine Pickfarm. Und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass ich da Gras brauche, damit die Picks dann spawnen. Aber na gut, da habe ich jetzt ein bisschen später gedacht. Tja, jetzt können keine Picks mehr spawnen und spawnen. Nee, es gibt schon woanders. Okay, wir haben noch ist ja sicher. Eine Fackel.
Die platziere ich am besten mal hier unten, weil sonst spawnt mir gleich irgendwas ins Gesicht. Einfach so. Ja klar, einfach so. Bam ins Gesicht. In your face. Einfach bam ins Gesicht rein. Komm ich einfach nichts machen. Dann würde ich sagen, basteln wir uns jetzt einfach mal eine Cobblestone Fabrik. Aber das geht ja hier gar nicht. Ach, scheiß doch mal hier. Kann doch nicht sein. Ich könnte Sand nehmen. Ich könnte mir mit Sand eine Cobblestone Fabrik basteln. Aber die Frage ist, wo passt ich das hin? Ich glaube, wir brauchen trotzdem noch mal ein bisschen Erde vorher. Also wir werden uns auf jeden Fall erstmal noch mal ganz kurz eine Schaufel machen. Oder zwei. Schaufel! Heilige Schaufel! Oder wir bauen die Cobblestone-Fabrik einfach hier in die Erde rein. Das kann natürlich auch sein. Hm. So, keine Ahnung, was du genau jetzt vorhast, aber ja. Also ich mache Dinge, die Typen tun, weil und. Machen wir mal 17 mit Selbstverarschung hier. Klingt logisch. So, der alte Fackeltrick. Fackel unterm Sand setzen und dann tust du dir alles auflösen. Wir machen jetzt hier und hier hin. Wie Fackel unter Sand? Na, wenn du Sand abbaust, dann ganz schnell eine Fackel drunter setzt, dann tut der ganze Sand, der da drüber runterfällt, sich an der Fackel einfach zerstören und dann brauchst du das nicht alles abernten. Wusstest du das ja bei mir? Pass auf, den Sand wirst du später noch brauchen. Och, laber nicht. Na, nicht, ich baue den ja ab, weil ich ihn dann brauche. Ja, warum zerstörst du ihn dann? Na, weil ich mir im Sand was baue. Ich baue mir da eine Maschine rein in den Sand. Da muss ich ja erstmal kurz... Bla bla bla. Ja, ja, dummes Gesilz ist das. Dumme Ausflüchte. Und was ist, wenn es Einflüchte sind? Dann würde ich mir Gedanken machen. So, und da haben wir jetzt unsere Lava. Und dann sollte jetzt eigentlich... Tada! Wir haben Cobblestone. Das ging doch mal mega schnell. Kurze Frage. Welches Level warst du im Let's Play nochmal? Level 21 war ich, lieber Wolke. Du liebst okay. Da alle Wolken. Ich bin nämlich Level 20, das heißt, so weit entfernt bin ich ja gar nicht. Jetzt haben wir ein kleines Problem, weil jetzt habe ich so viel Stone verballert, dass ich gar nicht mehr genug Zeug für eine Axt habe. Ach man, ey. Oh, oh, oh. Wenn Brainlässigkeit wehtun würde. Was tun uns Darmschwein? Aber auf jeden Fall. Ja, was soll ich da jetzt machen, ne? Dann kann ich mir maximal hier wieder... ein bisschen was vom Land zurückholen. Eine Holzaxt. Machst du eine schöne Holzaxt. Hallo. Muss ja dazu sagen, ich bin jetzt ja im richtigen, also auf meinem Hauptaccount bei, nee, kann ich mir ja nicht machen, ich habe nicht mehr genug Holz. Ich habe nur 4 Holz, ich bräuchte 5. Okay. Ist ja das, was mich gerade so ein bisschen aufregt. Muss ja dazu sagen, ich bin in meinem Hauptaccount bei Dragon's Prophet ja mittlerweile schon Level 33, ne? Und bin schon in der neuen Welt und da haben wir rausgefunden, für alle, die das jetzt mal so im Minecraft-Let's Play hier interessiert, dass man in Dragon's Prophet, ja, die macht so ein Licht, das ist unglaublich, dass man in Dragon's Prophet mit dass man sich Diamanten holen kann mit Echtgelden. Das fand ich so genial. Das ist gar nicht mal so, ja gut, es ist schon teuer, aber es ist geil. Ich habe mir für 100.000 Gold, die ich hatte, habe ich mir da 40 Diamanten geholt, habe damit mein Gehege aufgebessert, habe damit mein Inventar aufgebessert, habe damit mein Inventar bei der Bank aufgebessert und du konntest mega viel schleppen auf einmal. Und da werden wir auf jeden Fall im Let's Play... Was? Hast du jetzt mit deinem Spielgeld bezahlt oder richtiges Geld jetzt? Ne, ich habe 100.000... Ja, ich habe 100.000 Euro dafür bezahlt einfach. Ich habe 100.000 Spielgeld bezahlt, um 40 Diamanten zu bekommen. Achso, ja, ich hab dir nicht von Anfang an zugehört gehabt. Deswegen. Das kenne ich. Ist bei Ruben auch, bei Wolke auch immer in der Beziehung so. Schatz, ich liebe dich, bla bla bla. Ich hab dir von Anfang an gar nicht zugehört, tut mir leid. Hey, ich liebe dich. Was hast du gesagt? Was? Wer bist du? Wer bist du? Kommst du jetzt her eigentlich? Wie kommst du hier rein?
Nein, bin ich nicht. Ich kann auch zuhören, wenn ich möchte. Er möchte bloß nie. Das ist richtig. Das ist nämlich ganz schön anstrengend. Stell dir mal vor, ihr hört den ganzen Tag Leuten zu. Ihr kommt nach Hause, ihr seid so fertig mit Nerven. Und dann setzt ihr euch am PC und guckt euch Let's Plays von mir an. Und müsst mir die ganze Zeit zuhören. Dann legt ihr euch abends ins Bett, denkt euch, was für eine beschissene Welt. Wo was, bin ich hier gelandet? Was habe ich mir nur angetan gerade? Wieso hat Gott mir so etwas angetan? Wieso? Was treibt mich in diesen Selbstwahn? Was treiben gesagt? Okay. Auch gut, da kommst du hier ins Spiel rein und wirst gleich angegriffen. Hast du noch die Hälfte Leben? Oh, 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 oh. Bin ich denn hier? Ich bin mal so frei, mach mir aus dem Sand einfach Sandstein. Ist doch ganz cool. Kann ich damit ja direkt arbeiten? Ah, so wieder Tag, sehr schön. Das freut mich. Und ich habe auch mega viel Erde mitgebracht. Und die können wir jetzt hier platzieren und unsere Farm da noch ein bisschen größer machen. Und dann fangen wir auch gleich an, Weizen zu sammeln. Wir beginnen gleich Weizen zu sammeln. Yummy. Was? Oh, du, ich, vor allen Dingen, ich habe das jetzt gar nicht so gesehen, ne? Also, sehen wir ich das auch nicht unbedingt, also. Oh mein Gott. Ich schau gerade mal, wo dieser komische Kasten im Wasser war, den ich entdeckt hatte. Ist der da? Menü? Kasten? Wir sehen gerade gar nicht. Wird es eigentlich gerade Tag oder Nacht? Oh, ich weiß gar nicht, was ich alles machen muss, ey. Die Sonne bricht sehr wenig. Versuchsobjekt. Muss ich mir hier alles nochmal durchlesen. Wo ist mein Freund? Spielst 5 Tage nicht mehr? Keine Ahnung, wie das Spiel ging. Doch. So, jetzt machen wir uns auch eine Farm. Eine Mob-Farm, die wir aber noch nicht aktivieren werden. Denn ich habe da eine Idee. Warte mal, wir sind jetzt hier 4 Felder rüber. Das heißt, wir gehen hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir hier nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt haben wir 9 mal 9 Feld. Das tun wir jetzt mal ausfüllen. Und solange wir das noch nicht aktivieren, hauen wir da einfach Fackeln drauf. Und dann würde ich sagen, zäumen wir das ganze Ding ein. Machen das ein bisschen intelligenter. Weil dann kommen die Monster, die hier spawnen, nicht mehr raus. Und dann können wir, wenn wir Lust haben, hierher springen. Die Spinnen kommen zuerst raus. Dann kommen wir so um die Bogenzombies oder sowas. Halt irgendwas, was Intelligenz zeugt. Irgendwas, was Intelligenz zeugt. Allein dieses Satz zeugt schon von wenig Intelligenz. Ich merke, dein Projekt wird, glaube ich, ein anderes scheitern. Wenn es darum geht, dass du Intelligenz einbauen möchtest. Ja, das könnte durchaus der Fall sein. So, jetzt bauen wir uns hier einfach mal das erste Haus hin, würde ich sagen. Dann nehmen wir einfach den Sandstone jetzt einfach mal als Grundmauer. Warum denn nicht? So. Die Bäume müssen ja noch wachsen, deswegen lassen wir die. Und wir müssen uns auch noch eine Angel basteln, merke ich gerade, weil wir haben ja gar nichts zu essen. Stand ja extra da, fangen wir Fisch. Dann machen wir das gleich mal und fangen einfach mal an zu angeln. Bevor es nachher Nacht wird. Wir müssen ja eh warten, bis die Bäume wachsen, von daher. So, haben wir schon 2 Quest weg. Ich glaube, da ist gerade ein Baum gewachsen. Ne? Ja, komm her, gib mir Fisch. Ah, Kaktus.
Gib mir Fisch. Hast du, ich weiß jetzt gar nicht genau, was für Quest du gemacht hattest. Hast du Subjekt 18S Schädel gemacht? Zum Beispiel? Mach einfach alle Quests. Das Lustige ist, ich habe gerade was geangelt, gell? Ich wollte was angeln. Was bekomme ich? Kuhleder. Ich habe gerade Kuhleder geangelt. Du hast... Okay. Ja, du kannst also so Schätze finden, finde ich übrigens geil, weil Kuhleder brauchst du ja später noch. Ach, siehst du mal, wir müssen doch die Samen anpflanzen kurz, das habe ich vergessen. Samen pflanzen. Moment, das mache ich jetzt einfach mal hier. So. Damit wir später auch Brot ernten können, dann packe ich mal die Schilder weg. Äpfel haben wir 2 Stück, siehst du mal, die können wir gleich essen. Das packen wir weg, das packen wir weg, packen wir weg. Ein Eichensetzling haben wir auch noch, die können wir auch noch platzieren. Den kann ich eigentlich theoretisch hier drüben auch platzieren. So. Pilzehammer, TNT, Federn, Stöcker, Sandhammer, Leder kann ich auch mal wegpacken, das kann weg. Dann würde ich gerne mal, weil hier drüben sehe ich auch Seerosen. Ich glaube, die nehmen wir uns mal mit. Weil da kann man perfekt auch, falls wir mal ins Wasser getrieben werden von Zombies oder so. Dann kann man über diese Seerosen perfekt über Wasser laufen, wenn wir uns da so ein bisschen was aufbauen. Ja, ja. Darum würde ich die einfach gerne mal mitnehmen hier. Do it. Ach, die sind richtig. Das ist ein richtiger Kreis hier, in dem die gemacht wurden. Warum das? Oh, ich hatte gerade angerufen. Wir sehen uns mal gleich wieder, Leute. Ja.